Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar geht's heute mal den Lautsprechern im E36 an den Kragen. Beziehungsweise nicht den Lautsprechern, die habe ich schon gewechselt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Beziehungsweise ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, dass ich vorne mir neue JBL-Boxen eingebaut habe. Und hier hinten seitlich habe ich Pioneers drin, neue. Also ich glaube, vorne das Paar 50 und hinten das Paar 60. Finde ich von der Lautstärke her, vom Klang her schon nicht verkehrt. Problem ist allerdings, dass der Bass halt einfach fehlt. Du hast halt einfach null Bass. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal natürlich ein Set Kabel bestellt. Ja, Cinch-Kabel, Stromkabel, Massekabel, Remote-Kabel. Und dieses gute Stück hier von Pioneer. Das ist ein Underseat-Subwoofer. 160 Watt maximal. Der ist schön klein, kompakt. Die Maße stehen ja hier. 20 mal 13 Zentimeter. Und ja, den wollen wir auf jeden Fall hier verbauen. Ich denke mal, ich werde ihn eventuell im vorderen Fußraum machen oder im hinteren Fußraum, irgendwo, wo er nicht stört. Ich will ihn auf jeden Fall in der vorderen Kabine haben. Ich will ihn nicht in den Kofferraum tun, weil ich halt auch wirklich richtig was spüren davon möchte. Das ganze Ding hat jetzt 105 Euro gekostet. Dazu habe ich mir dann nochmal das Set für 15 Euro gekauft mit den Kabeln. Also bin ich ungefähr bei 120 Euro insgesamt. Und ich hoffe einfach, dass der Klang dann saugut wird. Ich werde euch jetzt erstmal ganz kurz einen kleinen Soundcheck einblenden, wie sich's aktuell anhört. Ist halt immer ein bisschen schwierig, über die Kamera aufzufangen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es trotzdem mitbekommt. Und dann halt nochmal einen Soundcheck, wenn ich's verbaut habe. Das iPad ist auch kaum dreckig. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal das Lied hier ab Sekunde 20. Jetzt, wo noch nichts gewechselt ist. Wie gesagt, nur seitlich die Boxen neu. Hinten die Boxen neu, aber noch nichts mit Bass oder sonstiges. Nur rein die seitlichen kleinen Boxen. So, wie gesagt, hier haben wir das Ding. Ist halt so ein Aktiv-Subwoofer, der auch eine Endstufe direkt integriert hat. Also man braucht keine Endstufe mehr zusätzlich. Und ja, wie gesagt, ich werde den entweder da ganz oben so verbauen oder halt hier im hinteren Fußraum, hier an der Kante, irgendwo, wo er halt nicht stört. Eigentlich ist das ja ein Underseat-Subwoofer, also viele bauen den auch unter den Sitz. Aber ich habe gemerkt, bei dem E36 ist sehr wenig Platz unterm Sitz. Ich kann es probieren, aber ich bezweifle, dass der dahin passt. Und ja, wir könnten ja mal auspacken. Ich habe ihn schon mal kurz ausgepackt gehabt, weil ich halt einfach gucken wollte, ob alles drin ist, was da reingehört. So, haben wir hier einmal Anleitung. Dann haben wir hier die Standardkabel, die halt da dabei sind. Aber wie gesagt, die sind halt alle zu kurz und so. Man braucht natürlich noch normale Kabel, um das Ganze zu verbinden. Aber das sind hier die Kabel, die dabei waren oder dabei sind. Und dann haben wir auch eigentlich nur noch den Subwoofer hier. Ihr seht, schön klein, kompakt, aber der soll wohl echt einen guten Sound machen. Und ich finde halt Musik beim Autofahren so wichtig. So, hier haben wir das kleine Ding. Ihr seht es jetzt von der Größe her. Ich muss auch sagen, der wiegt doch gut was. Also der scheint an sich echt gute Leistung zu haben. Hier Aktiv-Subwoofer, Pioneer. Hier unten sind dann die Anschlüsse, wo dann diese originalen Kabel reinkommen. Und ja, den kann man dann halt auch festschrauben oder man macht den irgendwie mit Klett oder sowas dran. Also ich habe mir jetzt überlegt gehabt, hier Klett dran zu kleben, das dann hier an dem Stoff hält eventuell, dass ich nichts bohren oder schrauben oder sowas muss. Aber man muss halt echt schon sagen, der hat schon ein gutes Gewicht, ohne Scheiß. Auf jeden Fall werde ich den jetzt einbauen. Das werde ich jetzt nicht so groß zeigen. Vielleicht muss ich da auch mit Kollegen dran, weil ich weiß nicht, ob ich das allein hinbekomme. Aber ja, ich würde sagen, ich zeige euch dann am Ende, wie ich ihn verbaut habe und wie dann der Klang ist. Ja, wie gesagt, ich will euch da jetzt nicht zeigen, wie ich das Ding einbaue. Ich weiß nur auf jeden Fall, ihr braucht ein Massekabel. Das macht ihr irgendwo an die Karosserie dran. Dann habt ihr das rote Kabel mit der Sicherung. Das kommt an die Batterie natürlich, dass ihr euren Strom habt. Und dann kommt noch das AUX-Kabel vorne ans Radio. Ja, mit den zwei Anschlüsse. Und dann habt ihr noch eine Remote-Leitung, glaube ich, ist das. Das ist eine kleine, dünne Leitung. Das ist die Leitung, damit, wenn das Radio angeht, damit dann der Subwoofer quasi auch angeht, damit der weiß, dass der verbunden ist oder dass der sich einschalten muss, glaube ich.
Wie gesagt, ich bin da auch kein Experte oder Profi drin. Ich habe aber sowas schon mal angeschlossen. Also nicht sowas, sondern eine richtige Anlage. Habe ich damals mal in einem alten Auto von mir angeschlossen. Deswegen sollte ich das eigentlich auch hinbekommen. Ansonsten habe ich Leute, die sich damit auskennen. Wie gesagt, ich versuche das Ganze jetzt mal einzubauen, zu verlegen und zeige euch dann das Endergebnis. By the way, natürlich Link von dem Zeug hier ist unten in der Beschreibung, gibt es bei Amazon. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Also hier kommen die Stecker rein, die hier mitgeliefert wurden. Das ist einmal der AUX-Anschluss, beziehungsweise hier diese Cinch-Kabel. Ja, die werden hier unten einmal reingesteckt und dann kann man seine längeren Kabel hier reinstecken. Das sind ja die da, die blauen. Kann ich dann hier verlängern quasi und dann zum Radio. Und dann ist halt noch dieses Kabel hier dabei, original. Das steckt man dann hier in den weißen Anschluss rein. Da hat man dann einmal hier das Gelbe. Das Gelbe ist sogar abgesichert noch mit einer Sicherung. Das ist einmal Strom. Das heißt, das ist dann mein rotes Kabel, was ich verlegen muss. Strom. Dann das Blaue hier, das ist das Remote. Ja, dieses Kabel, was halt ans Radio geht. Damit das Ganze weiß, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Und schwarz ist natürlich Massekabel. Ganz klar. Und ja, nur so zur Erklärung, das müsst ihr euch dann, eventuell schickt es ja vielleicht sogar bei euch oder ihr müsst es dann halt mit euren Kabeln verlängern. So, eben das Ganze schon mal probehalber angeschlossen. Ja, deswegen liegen auch hier die Kabel, hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt Sitz ausgebaut, der kommt hier hin, Kabel werden dann hier drunter gelegt, hoch zum Radio und wie gesagt, am Ende gibt es dann Soundcheck mit der Box. So, paar Tage später, iPad wieder am Start. Und zwar ist das gute Ding jetzt verbaut. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. By the way, muss ich den wieder von innen sauber machen. Ich habe den jetzt hier angebracht. Ja, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe den hier mit Klett schön dran. Kann ich euch auch mal verlinken. Finde ich sehr gut. Habe ich 4-5 Streifen hier unten hingemacht. Sitzt hier definitiv bombenfest. Und ja, ist auch eigentlich nicht im Weg. Also man kann noch dahinter sitzen. Easy. Das Ding ist, der passt leider nicht hier unter den Sitz. Da unten drunter ist nämlich ein bisschen zu wenig Platz. Wie gesagt, hier hängt er jetzt, Kabel sind dann unter die Bank und gehen dann nach hier vorne. Ja, wie gesagt, Alter, das Auto sieht aus, muss unbedingt wieder eine Innenraumaufbereitung machen. So, wie gesagt, das Ding ist jetzt angeschlossen, ihr habt gesehen, wo es sitzt. Man sieht zwar leicht die Kabel so einen Ticken hochgehen, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Kann ich vielleicht noch ein bisschen verschönern, muss ich mal schauen. Aber ansonsten ist alles gut, die anderen Kabel sieht man nicht. Ja, und er ist angeschlossen, er funktioniert. Und Stand jetzt muss ich schon mal sagen, finde ich sehr, sehr nice. Man darf natürlich nicht erwarten, dass es so ist wie eine 5000 Watt Bass Machine, ja. Also diese Subwoofer, keine Ahnung, die ihr im Kofferraum kennt von Leuten, ja. Hatte ich damals auch in meinem ersten Calibra gehabt. Aber es ist schon wirklich eine sehr gute Unterstützung. Ich muss sagen, der Sound ist jetzt hier sogar vergleichbar fast wie bei meiner C-Klasse. Die neueren Autos zum Beispiel, wie jetzt in der C-Klasse bei mir, die haben ja auch immer einen integrierten, so Aktiv-Subwoofer. Und so klingt das jetzt ungefähr. Man hat auf jeden Fall deutlich Bass. Hier und da vibriert sogar auch. Also es ist schon ordentlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier die Heckscheibe wegfällt oder so, ja. Also ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten. Aber für 100 Euro meiner Meinung nach, für die Größe, die er hat, ist es schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir starten jetzt mit der gleichen Lautstärke, mit dem gleichen Lied, wie auch am Anfang. Und schauen einfach mal, ob ihr da einen Unterschied hört oder nicht. So wie das letzte Mal, ungefähr ab 20 Sekunden, ja, das gleiche Lied wieder. Ja gut, wie gesagt, die Tonaufnahmen sind halt echt schwierig. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ihr müsst jetzt mal den Anfangs-Soundcheck abchecken und den jetzigen Soundcheck. Müsst mal gucken, ob ihr da einen Vergleich hört. Ja, so ein Sound über ein Video, über ein Mikrofon wahrzunehmen, ist immer schwierig. Aber ich denke schon, dass man hört, dass es um einiges kraftvoller ist. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Schön klein, kompakt. Guten Sound jetzt hier drin, gerade wenn man auch im Sommer mal offen fährt mit dem Dach, ja, hat man halt einfach Bock auf einen geilen Klang. Das habe ich jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, 100 Euro oder 105 Euro kostet das Ding auf Amazon. Falls das ganze Video gefallen hat, lasst mir gerne wie immer ein Däumchen nach oben da und ein Abo. Link von dem Ding ist unten in der Beschreibung und ciao, ciao.